Berlin, Bundeskanzleramt, Mai 2007. Trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen dringen ausländische Agenten heimlich in die Regierungszentrale ein, über das Computernetz. Es ist nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz eine der skrupellosesten Spionageoperationen seit vielen Jahren. Es war nicht nur ein Angriff auf das Bundeskanzleramt, sondern auch auf einige Ministerien. Es war feststellbar, dass diese Angriffe von chinesischer Seite kamen. Wir gehen davon aus, dass es staatliche Mitarbeiter sind, zumindest also Leute, die im staatlichen Auftrag gearbeitet haben. Hans-Elmar Remberg ist ein alter Hase in Sachen Spionage. Mehr als 30 Jahre hat er für den Bundesnachrichtendienst BND gearbeitet. Seit 2006 ist er Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und damit oberster Agentenjäger der Republik. Er hält den chinesischen Hackerangriff vom Mai 2007 für eine große Bedrohung. Was dahinter steckt, ist eigentlich eine klare Absicht, China sich wieder als Weltmacht positionieren zu können. Und in diesem Zusammenhang möchten sie natürlich alles das, was früher auch durch andere klassische Methoden der Spionage, eben jetzt auch durch eine Internetspionage gefahrloser erreichen. Der Angriff im Mai 2007 ist von langer Hand vorbereitet. Chinesische Hacker bombardieren das Bundeskanzleramt mit gefälschten E-Mails. Sie richten sich an bestimmte Mitarbeiter und sind zugeschneidert auf deren ganz konkretes Arbeitsgebiet. Sie haben Post. Diese E-Mails werden nicht einfach quer in die Welt geschickt, sondern sie werden an einen bestimmten Adressaten geschickt, von dem man weiß, der ist an dem Programm oder an meiner E-Mail sicherlich interessiert. Und wenn ich dem dann noch einen kleinen Köder in Form eines Anhangs an die E-Mail dran setze, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass der dann diesen Anhang auch aufmacht und sich damit das Schadprogramm auf seinen Rechner lädt. Und so sehen gefälschte E-Mails aus China aus. Diese kam angeblich von der Weltgesundheitsorganisation WHO und enthielt in einem angehängten Dokument scheinbar wichtige Informationen für den zuständigen Regierungsmitarbeiter. Er klickte die Datei an. Und in dieser Mail wurde in bestem Englisch auf die Verschiebung eines tatsächlich geplanten internationalen Meetings hingewiesen. Details finden Sie im Anhang. Auch dieser Klick auf die angehängte Datei war verhängnisvoll. Denn im selben Moment wurde, unsichtbar für den Regierungsbeamten, ein Schadprogramm auf seinen Computer geladen, ein sogenannter Trojaner, der eine Hintertür öffnete. Durch sie konnte der chinesische Hacker heimlich in den Rechner eindringen und ihn ausspähen. Bei dem Angriff ging es den Chinesen um konkrete Fragen. Was will die Bundeskanzlerin bei den Regierungsgesprächen zur Sprache bringen, zu denen sie Wochen später in Peking erwartet wird? Welche Ziele verfolgt Berlin in Fragen der Menschenrechte in China? Wie steht die Bundeskanzlerin zu den Forderungen des Dalai Lama? Was sind die langfristigen wirtschafts- und außenpolitischen Ziele der Bundesregierung gegenüber China? Antworten auf diese Fragen suchten die Chinesen auf den Computern im Bundeskanzleramt. Wurden alle Trojaner des damaligen Angriffs auf Berlin inzwischen entdeckt? Nein, leider nicht. Schön wäre es. Wir können ja immer nur sagen, diejenigen, die wir entdeckt haben. Wir sind aber davon überzeugt, dass es sicherlich eine Reihe von anderen gibt, die wir noch nicht entdeckt haben. Wir laufen da immer ein bisschen hinterher. Die Chinesen lesen also auch weiterhin mit im Bundeskanzleramt.
Peking, Januar 2008. Wir sind nach China geflogen, um die Hintergründe des Angriffs auf Berlin zu recherchieren. Die chinesische Staatsführung weist alle Beschuldigungen kategorisch zurück. Es könne sich allenfalls um illegale Attacken chinesischer Hacker gehandelt haben, heißt es. Das Internet übt eine große Faszination aus auf chinesische Jugendliche. Es gibt harmlose Computerkids und es gibt Heerscharen professioneller Hacker, die in fremde Datennetze eindringen. Der deutsche Verfassungsschutz geht davon aus, dass diese Hacker in staatlichem Auftrag handeln. Warum gehen wir davon aus? Einmal, weil eben die Informationen, auf die dieser Angriff abgezielt hat, eigentlich nur für staatliche Stellen von Interesse sind. Private chinesische Hacker, die es sicherlich auch geben mag, werden bei einer sehr starken Internetkontrolle, wie sie also in China gehandhabt wird, sicherlich von chinesischer Seite sofort aus dem Verkehr gezogen bzw. für ihre eigenen Absichten dann auch benutzt. Peking, August 2007. Beim deutschen Staatsbesuch verspricht der chinesische Premierminister der Bundeskanzlerin verbindlich, gegen die Hacker vorzugehen. Wir werden mit der deutschen Regierung zusammenarbeiten und strenge Methoden ergreifen, um solche Hacker-Aktivitäten zu verhindern. Die meisten chinesischen Hacker sind extrem patriotisch. Lassen sie sich deshalb von der Regierung ausnutzen? Und gibt es eine staatliche Institution, die für diese Hacker-Aktivitäten verantwortlich ist? Das sind die Fragen, denen wir in China nachgehen wollen. Wir haben uns mit Dirk Meissner verabredet. Der Deutsche arbeitet als Sicherheitsberater in Peking. Vielleicht kann er uns Zugang zu Hackern vermitteln. Meissners Firma MCON entwickelt elektronische Abwehrkonzepte für große Unternehmen. Denn chinesische Hacker spionieren nicht nur westliche Regierungszentralen aus, sondern auch internationale Konzerne. Sensible Betriebsgeheimnisse gelangen so an chinesische Staatsfirmen. Dahinter steht eine Strategie. Es ist eine Strategie. Mit welchem Ziel? Die eigene Wirtschaft zu fördern, Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Zum anderen natürlich auch politische, wirtschaftliche Aspekte der anderen Länder zu analysieren, zu ermitteln. Was denken die, was planen die? Meissner lädt uns ein, ihn ein paar Tage in Peking zu begleiten. Einer seiner Kunden, ein deutscher Autokonzern, dem er hier sein neues Abwehrkonzept vorstellt, wurde schon mehrfach Opfer von Trojanerangriffen und will sich jetzt wirksam dagegen schützen. In einem neuen Bürogebäude am Stadtrand von Peking trifft Meissner sich mit einem deutschen Softwarehersteller. Der will, dass sein Labor von Meissners Spezialisten auf Wanzen überprüft wird. Auch dies ist eine beliebte Methode der chinesischen Geheimdienste, um an vertrauliche Wirtschaftsinformationen zu gelangen. Abgehört werden mitunter sogar die Privatwohnungen ausländischer Manager, um sie mit intimen Kenntnissen zu erpressen. Wir hatten schon den Fall gehabt, wo die Privaträume von einer wichtigen Person verwanzt waren und wir diese Wanzen entdeckt haben. Ja. Ein anderer Punkt ist natürlich auch das Platzieren von Mitarbeitern in den Firmen, um so an Informationen zu kommen. Des Weiteren das Abhören von Telefonleitungen, Internetverbindungen und auch von Räumen. Dieses Softwarelabor allerdings ist sauber. Ich habe jetzt alle Räume untersucht, die Labors, das Chefbüro, den Konferenzraum, aber ich habe nichts gefunden. Nothing. Okay, so everything is clean. And I will receive also. Exactly. You will get the whole documentation about the results. Need signer. A taxi driver. Einen Tag später. Dirk Meissner will uns mit einem Kontaktmann aus der Hacker-Szene zusammenbringen. Treffpunkt, ein Internetcafé weit außerhalb des Stadtzentrums.
Die chinesische Hacker-Community ist eine sehr geschlossene Gruppe, wo es sehr, sehr schwierig ist, Zugang zu finden als Ausländer. Natürlich gibt es dort die sogenannten Computer-Kids, die ihr technisches Know-how anwenden, kleine Schadprogramme entwickeln, um festzustellen, wie gut sie sind. Die Weiterentwicklung ist aber auch schon da, hin zum Kommerziellen, um so Informationen zu erlangen, um diese dann weiter zu verwenden, respektive zu verkaufen. Natürlich gibt es da auch staatliche Bestrebungen, solche Informationen auszunutzen. Wir hoffen, dass Meissners Kontaktmann uns mit einem chinesischen Spitzenhacker zusammenbringen kann. Von dem erfahren wir vielleicht etwas über den Angriff auf Berlin. Warten. Auch nach 2 Stunden ist der Kontaktmann noch nicht aufgetaucht. Vielleicht hat er in letzter Minute Angst bekommen. Unsere Recherchen stecken in einer Sackgasse. Ziemlich frustriert kehren wir nach 1 Woche aus China zurück. Washington, April 2008. Während Dirk Meissner in Peking behutsam versucht, neue Verbindungen aufzubauen, reisen wir in die USA. Auch das Pentagon wurde 2007, kurz nach dem Bundeskanzleramt, von chinesischen Hackern angegriffen. Gibt es da womöglich einen Zusammenhang? In der Nähe von Washington arbeitet eine weltweit operierende Firma, die sich seit 10 Jahren auf Ermittlungen im Internet spezialisiert hat. iDefense erhält seine Aufträge von multinationalen Konzernen, aber auch von der amerikanischen Regierung. Spionage und Gegenspionage. Fast 100 Mitarbeiter vieler Nationalitäten und Sprachen verfolgen verdächtige Geldflüsse über den Globus, kundschaften Internetkontakte islamistischer Terroristen aus und jagen chinesische Hacker. Erstmals genehmigt iDefense einem Fernsehteam einen Blick hinter die Kulissen. Ungewöhnlich in einer Branche, in der Verschwiegenheit als oberstes Gebot gilt. Wir sind mit Ralf Thomas verabredet. Der Deutsche ist Chef der Hackerjäger von iDefense. Hi, das ist Ralf. Hey Eli, what's up? Okay, I'll be in the office in 2-3 minutes. Ralf Thomas wurde in Münster geboren, an der Universität Dortmund ausgebildet und später von iDefense unter Vertrag genommen, als Spezialist für Trojaner und andere Schadprogramme. Unter seiner Regie läuft gerade eine neue Ermittlung gegen eine Gruppe chinesischer Hacker. You wanna come here for a second? Genau wie der deutsche Verfassungsschutz geht auch iDefense in Washington davon aus, dass eine chinesische Regierungsorganisation hinter den Attacken der Hacker steckt. Hinter dem Angriff auf Berlin, ebenso wie hinter dem Angriff auf das Pentagon. Aber bislang hat noch niemand eine solche Institution identifizieren können. Genau das ist das Ziel der Operation. Über ihre genauen Ermittlungsmethoden wollen sich Ralf Thomas und seine Kollegen allerdings nicht äußern. Ebenso wenig wie über ihren Auftraggeber für diese Ermittlung. Offenbar ist es die amerikanische Regierung. Der Chef von Ralf Thomas hat früher in ähnlicher Funktion für die US-Armee gearbeitet.
Es gibt zahlreiche Hackergruppen, die in die Rechner westlicher Regierungen und deren Geschäftspartner eindringen. Sie greifen einen Computer eines Mitarbeiters meist aus der mittleren Führungsebene an, kopieren jedes Dokument, das sich auf dessen Festplatte befindet, und holen es nach China. Wir reden hier von Word-Dateien, PowerPoint-Dateien und Excel-Dateien. Tausende und Abertausende, wenn nicht Millionen von Dokumenten. Eine andere Gruppe nimmt dann die Auswertung vor. Jeder in den Nachrichtendiensten weiß, wenn man die Informationen aus so vielen Dokumenten zusammenfügen kann, kommt man zu Erkenntnissen, die eigentlich geheim sind. Bei iDefense hängt dieses Organisationsschema an der Wand, das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen. Darauf ist ein Teil des chinesischen Hackernetzwerkes zu erkennen. Ralf Thomas hat den Trojaner eines chinesischen Hackers analysiert, der gegen amerikanische Rüstungsunternehmen eingesetzt wurde. Er will dazu den Rat eines Kollegen einholen. Hey guys, how's it going? Hey. Could you take a look at this file? Sure. Yeah. Der Hacker, der den Trojaner entwickelt hat, arbeitet offenbar mit einer Firma aus der Nähe von Shanghai zusammen. Und die wiederum erhält Aufträge der chinesischen Regierung. Das könnte eine heiße Spur zu einer staatlichen Stelle sein, in deren Auftrag die Hacker arbeiten. Wenn sich das alles so bestätigt und wir gehen davon aus, dass das so ist, ist das natürlich ein bedeutender Fund. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden noch Nachforschung anstellen, einmal online, um herauszubekommen, ob er momentan irgendwelche Aktionen vorhat. Und auch in China werden wir unsere Nachforschung verstärken. Ein paar Tage später. Heute beginnt eine heikle Phase der Ermittlungen. Die Jagd nicht nur in der virtuellen, sondern in der realen Welt. In China. Ralf Thomas will einen chinesischen Informanten einsetzen. Das ist nicht ungefährlich. Würde der erwischt, droht ihm womöglich Gefängnis. Wir dürfen deshalb sein Gesicht nicht zeigen und seinen Namen nicht nennen. Hi. Hey. How are you? Fine. We have one target person. Wir haben eine Zielperson und wir würden gerne, dass du dir die mal anschaust. Wir glauben, dass der Mann für eine größere Sicherheitsfirma in China arbeitet. Entweder bekommt er direkte oder indirekte Anweisungen von der Regierung. Wir wissen nicht genau, wie eng diese Verbindung ist. Ich schicke dir alle Details mit verschlüsselter E-Mail. Schicke mir alles rüber, was ihr habt, und ich werde sehen, was ich machen kann. iDefense verfügt über ein ganzes Netz von Informanten in China. Einige sprechen wir über unser Büro in Peking an. Wir haben auch Mitarbeiter an unseren Sicherheitsprogrammen, unabhängige Forscher. Viele von ihnen sind Akademiker, die in völlig anderen, computerunabhängigen Bereichen arbeiten. Sie machen das in ihrer Freizeit, aus persönlichem Interesse oder gegen Honorar. Viele von ihnen haben Kontakte in den chinesischen Untergrund. Das bedeutet weitere mögliche Quellen. Zwei Wochen später machen wir uns erneut auf den Weg nach China. Und diesmal hoffen wir, etwas mehr über die Hacker-Szene und die Hintergründe des Angriffs auf Berlin herauszufinden als bei unserer ersten Reise. Peking, Mai 2008. iDefense hat eingewilligt, dass wir uns mit dem Informanten treffen, solange seine Identität nicht gefährdet wird. Chang ist in unser Hotel gekommen. Seine bisherigen Recherchen haben allerdings noch nicht viel ergeben. Die meisten Insider, die er kontaktiert hat, fürchten Konsequenzen, wenn sie offen über die Hacker-Szene und deren Verbindungen zur Regierung reden. Obwohl China sich immer stärker öffnet und das Leben in den Städten oft schon sehr westlich erscheint, bei allem, was nach Spionage riecht, hört der Spaß auf. Chang muss deshalb sehr vorsichtig sein.
Chang lässt sich zu einer Forschungseinrichtung in Peking fahren. Er ist dort mit einem Studenten verabredet, der entsprechende Kontakte in die Hackerszene hat. Tatsächlich erhält Chang von seinem Informanten die Handynummer des Hackers AMXQ, den iDefense ins Visier genommen hat. Die wahre Identität des Mannes ist unbekannt. Aus unserem Hotelzimmer ruft er ihn an. Wir hören mit. Hallo? Guten Tag. Spreche ich mit AMXQ? Ich recherchiere gerade. Aufgelegt. Ist er gewarnt worden? Wir begleiten Chang zur Far East. Das ist jede Firma, über die das Hacker-Netzwerk mit der Regierung verknüpft sein soll. Chang versucht, ein Treffen mit einem Verantwortlichen zu verabreden, doch der lehnt jedes Gespräch ab. Abends will sich Chang mit einem weiteren Informanten treffen. Diesmal dürfen wir nicht dabei sein. Nach seiner Rückkehr spät in der Nacht nimmt er noch einmal Kontakt auf mit Ralph Thomas in Washington. Sein Informant bezweifle, dass die chinesische Regierung hinter den Hackern stehe. Warum sei sich iDefense da so sicher? Wir hatten alle diese Hackerangriffe gegen die US-Regierung und die Geschäftspartner des Pentagon im Jahre 2006. Und wir konnten damals eine Gruppe von Hackern identifizieren, die dafür verantwortlich war und die von der chinesischen Regierung finanziert wurde. Diese Hacker werden benutzt, und wenn irgendjemand erwischt wird, können sie jede Verbindung dementieren und zur nächsten Hackergruppe überwechseln. And move over to the next group of hackers. Washington, Mai 2008. Während Chang in Peking weiter recherchiert, weitet iDefense seine Ermittlungen aus. Hier in der Zentrale und in China. Right. Do we have two informants on the ground? Wir haben jetzt zwei Leute vor Ort. Wir werden wohl die Recherchen aufteilen. Der eine konzentriert sich hier auf die linke Seite des Netzwerkes, sodass wir das hier von zwei Seiten angehen können. Das bedeutet, dass unser Risiko sinkt? Genau. Wenn einer auffliegt, gefährdet das nicht die gesamte Operation. Fünf iDefense-Ermittler sind inzwischen an der Operation beteiligt. Sie hoffen, endlich jene Organisation der chinesischen Regierung identifizieren zu können, die sie hinter den Angriffen auf Pentagon und Bundeskanzleramt vermuten. Ralph Thomas und seine Kollegen gehen davon aus, dass die Hacker im Auftrag der chinesischen Armee arbeiten. They might receive some kind of bounty payments or support. Sie könnten eine Art Prämie oder eine finanzielle Unterstützung der chinesischen Regierung erhalten, aber ihre Mitwirkung geschieht wohl auf freiwilliger Basis. Das heißt, sie stehen nicht in einem direkten Vertragsverhältnis. Wir glauben, dass man ihnen von Seiten des Militärs bestimmte Aufgaben vorschlägt. Es macht Sinn für jede Regierung, freie Mitarbeiter zu benutzen. Sie kann dann jeden Kontakt dementieren, falls etwas Hässliches daraus erwächst. Am nächsten Morgen, Gespräch mit dem Chef in der Teeküche. Irgendwas passiert letzte Nacht? Eine unserer Zielpersonen hat ihren Internetblog völlig leergeräumt. Sie behauptet, die Informationen seien versehentlich verloren gegangen. Das steht im einzigen Eintrag, der überhaupt noch vorhanden ist. Klingt mir sehr verdächtig. Du weißt, was ich von sowas halte. Das passiert nicht zufällig. Da geht irgendwas vor. Glaubst du, er hat etwas von unseren Ermittlungen bemerkt?
Vielleicht wollte er, nachdem wir mit ihm Kontakt hatten, dass bestimmte Informationen über ihn aus dem Internet verschwinden. Abends, nach Feierabend, trifft sich Ralf Thomas noch mit seinem Mitarbeiter. Sie wollen die Strategie für die Ermittlungen der nächsten Tage abstimmen. Da kommt ein Anruf. Chang aus Peking meldet sich. Er habe gerade wichtige verschlüsselte Informationen geschickt. Die beiden sind elektrisiert. Was hat Chang herausgefunden? Chang schreibt, er habe einen heißen Tipp aus der chinesischen Hacker-Szene bekommen. Bei der gesuchten Institution handele es sich um die militärische Forschungseinrichtung SCLOIS. SCLOIS, also das staatliche Labor für Informationssicherheit. Das wäre in der Tat eine eindeutige Verbindung zur chinesischen Regierung. Doch was ist SCLOIS und was sind dessen Aufgaben? Gleich am nächsten Morgen versucht Ralf Thomas mehr über SCLOIS in Erfahrung zu bringen. Changs Quelle hat geradezu gesprudelt. Viele Informationen sind bereits in das Übersichtsschema der Ermittlungen eingetragen worden. Es sind einige sehr interessante Erkenntnisse zurückgekommen, die wir jetzt noch auswerten müssen. Ich denke, in den nächsten 2-3 Tagen wissen wir mehr. Sein Informant, so hat Chang geschrieben, spreche nicht nur von Spionage, sondern auch von Sabotage. Dafür gäbe es bei SCLOIS ein spezielles Projekt für Internetoffensive und Defensive. Internetsabotage? Plant das Hackerlabor SCLOIS tatsächlich Angriffe über das Internet, um im Ernstfall lebenswichtige Computernetze fremder Länder lahmzulegen? Ralf Thomas und seine Kollegen gehen diesem Verdacht nach. So viel steht fest. Wer einen Computer heimlich über das Internet ausspionieren kann, kann ihn auf dem gleichen Wege auch manipulieren. Eli Jelenk, Chefanalyst von iDefense, will einen Experten konsultieren, der das Pentagon in Fragen der chinesischen Militärstrategie berät, James Malvinen. Internetsabotage wäre zuallererst für die Militärs in Peking von Interesse, um im Ernstfall die Computernetzwerke des Gegners stören zu können. Nach dem Treffen gibt Malvinen auch uns seine Einschätzung. Wir müssen davon ausgehen, dass die Chinesen bereits heimlich Trojaner eingeschleust haben, die später zum Leben erweckt werden können. Diese Infiltrationen hängen meines Erachtens ganz klar mit der chinesischen Strategie zusammen, Netzwerkattacken gegen die USA bei einem Angriff auf Taiwan vorzunehmen. Peking betrachtet Taiwan als Teil von China, will die Insel über kurz oder lang heimholen. Die chinesischen Generäle befürchten allerdings, dass die amerikanische Kriegsmarine schnell vor Ort aufkreuzen und Taiwan zur Hilfe kommen könnte. Das würde unweigerlich zu einer ernsten Konfrontation der Supermächte führen. Deshalb, glaubt Malvinen, würden die Chinesen kurz vor dem Angriff auf Taiwan das Computernetz der US Navy mit versteckten Trojanern attackieren. Sie könnten unsere militärische Kommunikation sabotieren und dadurch die Ankunft unserer Kriegsschiffe im chinesischen Meer verzögern, um mit einem schnellen und harten Militärschlag Fakten zu schaffen. Die Taiwanesen würden wohl, wenn sie erkennen, dass die amerikanische Hilfe zu spät käme, gegenüber Peking kapitulieren. Ralf Thomas und seine Kollegen sind inzwischen davon überzeugt, dass SCLOIS Internetsabotage nicht nur im militärischen, sondern auch im zivilen Bereich plant. Die Ermittler von iDefense haben uns empfohlen, nach Wisconsin zu reisen, um eine zweite Meinung zu dem Verdacht einzuholen. In
der Einsamkeit dieses amerikanischen Bundesstaates lebt ein Insider, der das Risiko eines chinesischen Sabotageangriffs über das Internet untersucht hat, im Auftrag des Weißen Hauses. Sami Saijari war früher für den US-Geheimdienst NSA tätig, geht deshalb nur selten vor die Kamera. Da er weiterhin streng geheime Regierungsaufträge bearbeitet, musste Saijari unseren Besuch vorher nach Washington melden. Die Chinesen besitzen sehr weitgehende Fähigkeiten für Internetangriffe. Sie sind in der Lage, Europa und den USA auf diese Weise erhebliche Schäden zuzufügen. Wir haben drei extrem kritische Bereiche identifiziert: Energie, Banken und Telekommunikation. Wobei Attacken auf die Energieversorgung wahrscheinlich den größten Erfolg für den Angreifer versprechen. Wenn wir von strategischen Schäden sprechen, braucht man dafür eine staatliche Organisation. Und wenn es der dann gelänge, die Energieversorgung zum Beispiel in Deutschland dauerhaft zu sabotieren, würden die Länder gleichsam über Nacht zu Entwicklungsländern. Es ist ein bedrohliches Szenario. Die Computersteuerung von Kernkraftwerken könnte zum Beispiel durch versteckte chinesische Trojaner manipuliert werden. Am Ende drohte ein Blackout oder sogar eine nukleare Katastrophe. Ist das eine realistische Gefahr? Technisch ist das sicherlich möglich, dass diese Art des Vorgehens eben auch für Sabotagezwecke genutzt werden kann. Einem potenziellen Angreifer kann das sicherlich dienlich sein. China könnte irgendwann ein solcher Angreifer sein und einen landesweiten Stromausfall verursachen. Frankfurt, Juni 2008. Inzwischen sind Monate vergangen, seit wir Dirk Meißner zum letzten Mal gesehen haben. Er ist gerade nach kurzem Heimaturlaub zurück auf dem Weg nach Peking. Noch immer steht er über seine Kontaktleute mit den chinesischen Hackern in Verbindung. Jetzt, nach den neuen Erkenntnissen über das staatliche Hackerlabor Skloys und mögliche Sabotageoperationen der Chinesen, wäre es spannend, einen von ihnen vor die Kamera zu bekommen. Alles klar, danke schön. Meine Assistenz hat mich angerufen heute. Wir sind im Kontakt und ich sag mal, Kontakt ist ein gutes Zeichen. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt einen Interviewtermin festmachen können. Der Mann, mit dem Meißner in Verbindung steht, nennt sich Tom. Hacker Tom. Seine Organisation gehört zu den größten in China. Peking, ein paar Tage später. Tom meldet sich in Meißners Büro. Nach langen Verhandlungen ist er zu einer Stellungnahme vor der Kamera bereit, gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung. Wir sollen ihm unsere Fragen vorher zukommen lassen. Hi, Dirk. Hi. Yeah, the hacker. You just called and he would like to meet at 3 o'clock this Friday afternoon. I think we can arrange that. Okay, so the location is our office. Welche Stellungnahme dürfen wir von einem patriotischen Hacker erwarten? Meißner geht davon aus, dass Tom zuvor eine staatliche Genehmigung für seinen Auftritt eingeholt hat. Und er hat einen Aufpasser mitgebracht, der alles per Video aufzeichnet. Aus Sicherheitsgründen, damit wir die Aussagen nicht manipulieren, so die Begründung. Chinesische Hacker stehen offenbar unter erheblichem Druck. Sie sind einerseits, wie Tom, scharf aufs Geld, wandern andererseits aber auch hinter Gitter, wenn sie ihre Regierung in Erklärungsnot oder Misskredit bringen. Welche internationalen Zielobjekte hat Tom schon gehackt? Die Frage ist unfair, denn sie haben offenbar eine festgelegte Meinung, dass wir überhaupt Angriffe vorgenommen haben und wollen sich jetzt die Ziele von uns bestätigen lassen. Wir sind aber eindeutig gegen solche illegalen Attacken. Unsere Allianz hat mit der Regierung keinerlei Beziehungen. Alle chinesischen Hacker, die ich kenne, haben keine solchen Kontakte. Wir sind vielmehr Amateure, die Internetsicherheit als Hobby betreiben. Uns geht es ausschließlich um das Lernen und den Austausch von Wissen.
Die Gesetze und die Verfolgung von verbotenen Hackeraktivitäten sind sehr streng in China. Schon deshalb greifen wir weder inländische noch ausländische Ziele an. Die chinesische Regierung wird zufrieden sein mit diesem klaren Dementi, aber es ist völlig unglaubwürdig. Schon ein Blick auf seine eigenen Internetseiten straft Tom Lügen. Stolz berichtet er dort, es sei ihm im November 2007 gelungen, die Vereinten Nationen in New York anzugreifen, deren Rechner zu knacken und eine Visitenkarte seiner Organisation zu hinterlassen. Hacked by Tom. Er ist ein dicker Fisch. Ist einer der ersten Hacker Chinas, soweit ich das nachverfolgen konnte. Ich beobachte die Hacker-Szene seit 15 Jahren weltweit und seit ungefähr 10 Jahren sind die chinesischen Hacker mit die aktivsten weltweit. In seiner Wohnung versucht Chang weiterhin, iDefense bei den Recherchen über Skloys zu unterstützen. Etwa 50 bis 100 Wissenschaftler sollen für das staatliche Hackerlabor arbeiten und natürlich auch Spitzenhacker von Toms Kaliber. Skloys hat seinen Sitz angeblich auf dem Gelände der Akademie der Wissenschaften. Chang will das am nächsten Tag überprüfen. Er lässt sich von einem Taxi auf das Akademiegelände bringen. Wir begleiten ihn. Die Studenten nehmen kaum Notiz von unserer Anwesenheit. Unterdessen macht Chang das Gebäude ausfindig, in dem sich Skloys befinden soll. iDefense möchte die räumliche Nähe des Hackerlabors zu Forschung und Lehre dokumentiert haben, denn dort geht man davon aus, dass die fähigsten Informatikstudenten gleich von Skloys rekrutiert werden. Abends sind wir noch einmal mit Dirk Meissner verabredet. Er hat inzwischen einigen Ärger am Hals, weil er so eng mit uns zusammenarbeitet. Offen darüber reden will er nicht. Wir hatten ihn gebeten, auch über seine Kontakte Erkundigungen über Skloys einzuholen. Decken sich die Informationen seiner Quellen mit denen von Chang? Seine Antwort lässt keine Zweifel zu. Skloys ist eine Organisation, die von der chinesischen Armee gegründet wurde. Es ist sozusagen ein wissenschaftlicher Ableger der chinesischen Armee, der sich mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist natürlich Schutz der chinesischen Firmen vor ausländischen Hackern. Und der zweite Grund ist ganz klar, dass Angriffspunkte, die entdeckt wurden von der Hacker-Szene, strategisch ausgewertet werden, um den Erstschlag sozusagen ausführen zu können gegen andere Länder. Ein paar Tage später. Noch einmal kehrt Chang auf das Akademiegelände zurück. Er will versuchen, mit einer versteckten Kamera in das Hackerlabor vorzudringen, um iDefense die entsprechenden Belege für seine Recherchen zu liefern. Der Eingang ist gesichert, wird von einer Kamera überwacht. Als Chang zurückkehrt, hat uns ein Security-Mann entdeckt. Er verbietet uns Filmaufnahmen auf dem Gelände der Akademie. Chang kann ihn offenbar davon überzeugen, dass alles nur ein Missverständnis ist. Zum Glück akzeptiert der Wachmann die Ausrede und schlägt keinen Alarm. Washington, Juli 2008. Noch einmal zurück in die amerikanische Hauptstadt.
iDefense-Chef Rick Howard hat für den Nachmittag eine Besprechung angesetzt über chinesische Hacker, Skloys und die Spionage- und Sabotagestrategie der chinesischen Regierung. Er möchte einen Überblick über die Ermittlungen seiner Leute erhalten. It's a meeting, not a presentation. Okay. He is ugly. Yeah, he's not quite live up to what they say. Eli, das war ja ziemlich mysteriös in den letzten Monaten, was diese Institution treibt. Erzähl mir doch bitte mal, was ihr herausgefunden habt. Wir haben Kontakte geknüpft zu einigen chinesischen Computerspezialisten und wir haben verschiedene Mitglieder des Hacker-Netzwerkes identifiziert. Ihr seht auf dieser Darstellung hier die chinesische Internetunterwelt. Die meisten sind sicherlich eher unwichtige Mitglieder. Jede dieser dick gezeichneten Figuren allerdings sind prominente Hacker. Es gibt eindeutige Beziehungen zum Ministerium für Staatssicherheit und zu Skloys. Das stellt die Verbindung zwischen Regierung und den Hackern dar. Und natürlich hat auch diese Firma Far East Beziehungen zu Skloys. Das ist das Labor für Informationssicherheit. Es arbeitet zum einen mit Studenten zusammen, die Spionageaufträge vom Staat erhalten, und bekommt zum anderen staatliche Mittel für Grundlagenforschung wie Verschlüsselung und Entschlüsselung. Das Geld dient letztendlich Chinas Internet-Spionagestrategie und Chinas Internet-Sabotagestrategie. Die Bedrohung durch staatlich gelenkte chinesische Hacker müsse öffentlich gemacht werden, gibt man uns noch mit auf den Weg. Deshalb auch habe iDefense uns erstmals so weitgehende Einblicke in die Ermittlungen gewährt. iDefense believes. iDefense ist überzeugt, dass wir eine neue Lage haben. Vor 5 Jahren noch wurde über staatlich gelenkte Spionageoperationen über das Internet kaum öffentlich geredet. Amerikanische Regierungsvertreter wollten damals nicht einmal bestätigen, dass die Chinesen hinter all diesen Angriffen stecken. Das änderte sich im Jahre 2007. Es gab so viele Attacken aus China, dass unsere Regierung auf einmal Peking offen beschuldigte, sich in unsere Firmen und Regierungsnetzwerke einzuschleichen. Also, da hat ein neues Denken Einzug gehalten. Wir haben eine Schwelle überschritten. Im Bundeskanzleramt wurden inzwischen alle Mitarbeiter geschult, eingehende E-Mails intensiv zu prüfen. Viel mehr kann man nicht tun. Die Regierung ist ziemlich wehrlos gegen chinesische Angriffe mit gefälschten E-Mails und Trojanern. Und die gehen unvermindert weiter. Sie haben Post. Auch nach dem Besuch der Bundeskanzlerin bis heute werden diese Angriffe weiter festgestellt. Da hat sich eigentlich gar keine Änderung ergeben, obwohl der Staatspräsident ja zugesagt hat, dass er diesen Vorwürfen nachgehen möchte. Aber wir stellen fest, dass diese Angriffe weiterlaufen.